Ja. Alter, ich hab eine Loot-Truhe, Junge. Ey, direkt epischen Loot, ja. Ich will auch eine Loot-Truhe. Hast du doch bekommen. In deinem Inventar, Junge. Ah, große Loot-Truhe. Ich hab zwei gehabt irgendwie, warum auch immer. Eine kleine. Oh, ich auch. Brauche ich nicht. Oh doch, die kann ich gebrauchen. Ja, und was sind jetzt, wo sind die Splitter, von denen du gesprochen hast? Bei Abzeichen. Abzeichen, da habe ich jetzt 31. Ach da, 15. Okay. Ein komplettes Mock-Set kostet, glaube ich, 200. Kannst du ja dann eins kaufen für Stoff, Leder, Pala und... Ich will aber die Pets, nee. Ich will gar keine also, Rüstung. Nee. Das Pet kannst du dir auch holen, ja. Wie viel das kostet, weiß ich gerade nicht. Da vorne ist aber ein Daily. Guck, wir haben gewonnen, Junge. Ohne uns, sie sollten sich mal bei uns bedanken. Daily ist, glaube ich, ein Blinktron, ne? Ja, sehe ich doch gerade. Aber können wir mal mitnehmen. Was war da nochmal drin? Irgendeine Scheiße, ne? Mann, ich wünschte, ich würde meinen Dämoniker sehen. Den habe ich noch gar keinen gesehen heute. Benutzen und gib den Anwender mit Stil... Was? Stillhält? Ach nee, einem Tarnfeld, solange er stillhält. Kann im Kampf nicht verwendet werden. Nach einer Bewegung bleibt das Feld noch bis 6 Sekunden lang. Ah, okay. Oh, jetzt ist die Horde wieder feindlich. Interessant. Hier schreibt einer. Der hat gerade geschrieben, das nächste ist Internaris. Der Zirunax. Ja, das ist ja, das war. Vielleicht könnt ihr ja hinfliegen, hat er gesagt. Ja, können wir mal machen. Machen wir jetzt, ne? Und warum rennst du dann weg, Junge? Weil ich da hinfliege. Aber wir sind ja Allianzler. Ja, ich glaube, die töten nicht, Mann, wenn du da fliegen willst. Immer vergesse ich das. Aber wir sind auch die Horde, glaub an dich. Du musst nur noch nicht glauben, dann ist die Horde da. Junge, ich hab so viel Horde in mir. Lass die Horde raus. Lass sie raus und... Mach ich ja immer. Und dann werde ich mir beleidigt. Dann kommen immer Leute und sagen, pack das Ding wieder ein. Und dann sage ich, das ist die Horde. Gucken Sie, die Horde kommt. Die Horde kommt. Sie macht alles nieder. Die Horde kommt. Sie kann nicht widerstehen. Alter. Lass mal dann mit Jan Hegenberg singen, ja, auf der Gamescom. Das ist bestimmt auch wieder da. Ich hab den schon voll oft angeschrieben, aber ich glaube, der hat eine einstweilige Verfügung gegen mich verordnet. Nee, keine Ahnung. Ich würd den gerne umarmen. Also ich hab den auch schon. Nee, umarmt habe ich den nicht, aber ich hab mit ihm geredet. Ja, das glaube ich dir, mit deiner Horde, Alter. Rennt da so ein nackter Mann durch die Gamescom mit einer Gitarre in der Hand. So. Und dann wird die Horde gerannt. Ja. Was cosplayst du dieses Jahr eigentlich? Harley Quinn. Echt? Ja. Aber ich hab fast nichts an, also. Ich geh als Glaubenskämpfer. Oh, scheiße, Mann. Was denn? Ich hab keinen Flugpunkt nach Tanaris. Nein, da war ich auch noch nirgendwo. Ja, der fliegt doch mit Zeronax, oder? Hat er keinen Zweiermond? Wer ist Zeronax nochmal? Der Typ hier aus unserer Gilde. War das der Lachsnacken da über uns. Der im Kreis dreht. Wo ist denn der? Da über oben? Über uns. Da. Ach, der auf dem Netherdrachen? Naja. Hat der keinen Zweiermond, Mann? Das hat doch mittlerweile jeder. Ja, eigentlich schon. Hast du einen Zweiermond? Frag Martul. Okay. Wo ist Martul? Martuli! Ist das Martul? Nein, das ist Schissen sei Guy. Schön, die Unerwünschte. Was machen wir jetzt, Junge? Flieg mal Senf, du Pisser. Ich würde gerne Tanaris das auch noch machen. Und dann würde ich dann auch sagen, ciao, Kakao. Hey, nicht ohne mich, Mann. Ich warte da ja auf dich. Ich würde nichts anrühren, solange du nicht da bist. Das glaube ich. Das ist mein Motto. Ohne mich hättet ihr sowieso keine Chance. Ja, das ist halt das Problem. Wenn die Elo nicht komplett ist, dann funktioniert das nicht. Das ist dann nur halber Damage, so, weißt du? Das ist wie Yin und Yang, wie Cola und Pepsi. Jingy Jangy, Alter. Wie Jackie und Chan. Jackie, Jackie. Oh, wie? Ist das beleidigt, sag mal? Oder? Kissen und liegen. Gehst du wirklich als Harley Quinn eigentlich? So? Ja. Also, wenn du mal eine attraktive Harley Quinn siehst, dann bin ich das. Jedes Mal. Ich glaube auch, dieses Jahr ist Harley Quinn so das Cosplay von jedem. Glaube ich. Also ich bin da ziemlich sicher, dass ich mindestens 20 Stück sehen werde über die Gamescom verteilt. Einfach damit die innere Nutte der Mädchen endlich mal sich ausleben kann. Ich meine, ich habe da nichts gegen. Ich gucke mir das doch gerne an. So ist es ja nicht, ne? Aber ich weißt du? Ja, so. Ja. Also Cosplayer behandle ich auch immer auf der Gamescom mal richtig schlecht.
Warte, ich habe jetzt gerade nicht, ich habe gerade Chat gelesen. Was hast du gesagt? Du wurdest schlecht? Und ich habe gesagt, Cosplayer, die behandle ich auf der Gamescom ja immer so richtig schlecht. Ich schub sie mal um. Die sind wie Schildkröten. Ja, die können sich nicht mehr bewegen. Das ist so, weißt du, ich mache alles mit denen so, ich hau die, ne? Zum Beispiel, dann sage ich, warum cosplayst du auch so hier? So? Was ist einfach los mit dir? Ist ja wie, als würdest du einfach so trinken, ohne mich zu fragen. Was ich gar nicht abkann, sind Leute, die einfach cosplayen und dabei was trinken, ne? Boah. Da hilft auch keine Sicherheitskontrolle. Nee, da helfen wirklich keine Sicherheitskontrollen. Meine Faust, die können nicht einpacken. Mit dem Zaun, mit dem Auto durch den Zaun und dann bin ich drin. Von der Parkgarage fahre ich dann mit dem Auto runter. Geil, Mann. Alter. Oh. Ich mag, aber wirklich, es gibt echt krasse Cosplayer immer, die da sind. Ich bin, also es wär auch ein Scheiß, also. Ich finde das halt schade, dass im Prinzip auch die Waffen verboten sind. Ich kann es verstehen. Ja, ich kann beide Seiten verstehen. Es ist nötig. Aber die fühlen sich dann so nackt. Ja. Ich stelle mir halt auch schon, ich muss ganz ehrlich sagen, ne, ich bin halt ein bisschen, ich habe nicht Angst, aber ich habe so ein Kloß im Hals, wenn ich drüber nachdenke, dass wenn ich über die Gamescom laufe und dann wieder, weiß ich nicht, so 20 Leute auf mich zugerannt kommen und ein Autogramm wollen oder ein Foto, ja, und ich dann immer eingekesselt bin von den Leuten, so, ich weiß nicht, jetzt, ich weiß, es ist absolut dämlich, aber man hat die ganze Zeit so im Hinterkopf, da könnte jetzt jeder easy von hinten mir irgendwas in den Rücken rammen oder so. Ja, das ist dann aber kein Terrorist, sondern ein Hater. Ja, aber momentan ist halt, ne, alles Hater. Passiert immer, ne? Also, ne? Man weiß ja nie. Ja. Ich hab echt Angst, ne? Ich auch. Nee, hab ich nicht, war eine Lüge. Aber ich muss sagen, ich hab Hunger. Ja, aber man hat echt da manchmal so ein ungutes Gefühl. Mhm. Also. Wie bereitest du dich auf die Gamescom vor? Keine Ahnung. Ich habe also jetzt jeden Abend in Milch gebadet. Ja? Warum in Milch? Damit meine Haut weich ist für die Leute. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Ninja-Meister. Mhm. Weil da kann ich mich halt besser durchkämpfen auch so. Bei dem, der auch die Ninja-Turtles trainiert hat? Ja, der zum Beispiel. Ja. Das ist so eine Ratte, ne? Eine richtige Ratte. Also auch vom Verhalten her. Mhm. Nicht lustig, wie der sich manchmal benimmt. Nee, aber ne? der hat halt was drauf. Ja, der die Bewerbungsphase halt war ein bisschen schwierig, ja, aber ich hab's irgendwie. Probezeit hast du auch überstanden? Probezeit hab ich gerade noch so geschafft, ja, das war echt knapp. Ja. Das ist echt manchmal. Der Junge, der ist aber auch hart ausgebucht, da muss man auch verstehen, ne? Weiß aber nicht, ne? Manchmal sitzt der einfach nur rum und macht nichts. Verstehe ich auch nicht, als wenn er Zeit hätte, weißt du? Ich weiß, manchmal glaube ich jetzt echt nicht. So, ich glaube, ich bin. Ah, ne, das ist 1000 Nadeln, ne? Ja, das kann noch ein bisschen dauern. Bist du schon da? Wo bist du? Ich fliege. Über 1000 Nadeln. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin, Junge. Ich mache nebenbei ein Thumbnail. Oh, ich bin schon mitten in der Schlacht. Ich tapp wieder rein, knuff über mich herum Dämonen und Explosionen. Sehr gut. Ja, du bist auf jeden Fall konzentriert dabei. Das muss man dir lassen. Ja, ich warte halt auf dich, ne? Das ist es. Ja, halt. Ja. Ich guck zu, wie gerade alle Menschen hier sterben um mich herum, weil ich keinen Schaden mache. Ja, nur weil ich nicht da bin, oder was? Ja, weil ich die Leute dann sterben lasse. Ach ja, ist das schön. Da sind schon wieder Löcher im du Heilige. So, es ist ja schon mittlerweile in Phase 3, ne? Oh, ja, muss ich mich aber beeilen jetzt. Das heißt, jetzt musst du wieder rumfliegen und so, kennst du ja, ne? Ich verstecke mich mal in einem Haus. Ich meine, ich kämpfe gerade richtig episch. Ja, also du bist auf jeden Fall kein jemand, der Angst hat. Hättest mal sehen müssen, wie hier gerade die Dämonen umfallen. Alter. So, ich hole mir jetzt erstmal den Flugpunkt. Ja, jetzt müssen noch irgendwo Prioritäten gesetzt werden. Worauf freust du dich echt schon so am meisten auf? Ich hab keine Ahnung, was da. Die Holländerin hat schon wieder die Donation vorgelesen. Ich hab nichts verstanden. Vielen Dank! Mann, jetzt hör doch mal auf, mir immer Strachen zu spenden. Okay. Behalt dein Geld. Echt mal. Vielleicht will ich auch deine Wohnung jeden Monat finanzieren. Ja, danke. Willst du dann darin wohnen? Na klar, warum? Nee, ist nur so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ich hatte dich gefragt, ich habe dich gar nicht gefragt gehabt, auf was du dich so am meisten freust auf der Gamescom. Ich freue mich auf dich am meisten. Irgendwo erkenne ich das. Ja, ich weiß auch, ja, irgendwie. Irgendwie habe ich Déjà-vu.
Ja, déjà vu. Ich hab irgendwie déjà vu. Ich hab déjà vu. Ich hab die Rue. Kennst du das, wenn du cool bist? Ja. Manchmal kenne ich das, ja. Hab ich voll oft in letzter Zeit. Alter, ich bin auch richtig cool in letzter Zeit. Ich denke mir nur die ganze Zeit so, Alter, wie bist du nur so geil geworden? Das ist halt eine Sache, ne? Sollte man mal drüber ein Buch schreiben eigentlich. Ist eine Sache von Geilheit auch. Darf man nicht vergessen. Weißt du, worauf ich mich immer jedes Jahr in Köln, weißt du, worauf ich mich da immer freue? Auf Kölsch? Auf das leckere Bier? Kannst doch Kölsch nicht Bier nennen. Sind wir mal ehrlich. Ja, das ist eine Lebenseinstellung, Mann. Ob jetzt eine gute oder eine schlechte, sagen wir dahingestellt. Das ist auch witzig. Auf die Leute, auf die ich zulaufe hier gerade, die sterben einfach. Hier, Haus auch zusammengebrochen. Kein Problem. Alter. Also hör mal zu, ne? Ja, ja, ja. Erzähl dir jetzt mal was. Erzähl mir mal was. Also, worauf ich mich immer freue jedes Jahr ist, pass auf, einladen. Einladen? Einladen. Einladen. Da kann man was essen, und zwar, der heißt Mongo oder so. Mongos. Was? Kennst du den nicht? Nein, was? Der ist wirklich Mongos, glaube ich. Einladen, der heißt Mongos. Was für ein Laden? Das ist so. Was kriegst du da? Da kannst du halt alles so an Fleisch, Junge. Da kannst du alles an Fleisch in so eine Pütte machen, mit so einer Soße aussuchen und dann braten die das frisch so vor deinen Augen. Ist das so ein mongolischer Grill oder was? Ja, genau! Das ist aber nicht nur ein Laden, da gibt es ein paar mehr von. Da ist aber einer nach Gamescom und so, das weiß ich. Da müssen wir da mal essen gehen. Und da war ich dann immer, jedes Jahr sind wir da immer. Und die Leute machen dann in ihren Pötten immer hier Gemüse, alles mögliche, eine Fleischsorte und so, ne? Und dann halt eine Soße. Und bei mir war das so einfach, Pott mit der Soße und da war alles drin. So ein ganzer Berg Fleisch von allen Tieren, die es dort gab. Da war dann Känguru drin, Zebra, Strauß, Zebra. Schwein, Rind. Wirklich jetzt, ne? Und dann wusste ich auch nicht mehr, was nach was schmeckt. Es schmeckte einfach. Du redest so eine Scheiße, Mann. Wir waren gegessen, Junge. Das war so der Traum, ne? Ja, aber habt ihr sowas nicht in Bremen? Wir haben jetzt sowas alle zwei Straßen lang, so einen Laden. Ey, wir haben hier nichts, Mann. Alter, was machst du dann noch in Bremen? Wir haben Meckes hier in der Nähe. Toll. Wir haben nicht mal. Das einzige, ne, in KFC zum Beispiel, ist nur an der Waterfront, ist weit weg von mir. Genauso ein Burger King haben wir nur am Hauptbahnhof. Okay, ich meine, was soll die Scheiße? Ich meine, niemand braucht McDonald's oder Burger King, aber es ist schon irgendwie ein bisschen traurig, dass so die Läden, die jeder hat. Burger King hat manchmal halt richtig geile Burger. Die Chili Cheeseburger, ja? Nur die esse ich da, aber die sind Bombe. Pass mal auf, ne? Wir hier im Zentrum in Oberhausen, ne? Ja, ja. Da war vorne drin Burger King. Okay. Dann wurden da wahrscheinlich Ratten oder tote Tiere irgendwie gefunden. Ja, passiert. Und dann wurde der Laden geschlossen, ne? Scheiße. So. Und jetzt ist er einfach mit einer der geilsten Läden, ja. Der Welt? Nee, nicht der Welt, aber ein sehr, sehr geiler Burgerladen drin. Also, wo du das Fleisch deutlich schmeckst und nicht denkst, aus welchem Jahr ist dieses Fleisch? Wo muss ich jetzt eigentlich hin für diesen scheiß Fürsten? Wir haben auch einen in Bremen City, der heißt Burger 1886 oder 1855, irgendwie sowas. Ne? Ist auch so ein alter Burgerladen und der ist. Oh, da gibt es so einen 30-Euro-Burger, der ist so groß wie dein Kopf, Junge. Und halt auch so normale Burger und die sind so lecker. Oh, das war so ein Traum, Junge. Ja, bei uns heißt er Burger Rissermann. Ne? Ja, ja, ich bin bei. Ja, ich gewinne hier gerade, ne? Nur mal so. In Gatkezahn meinst du? Ja, ja, ich habe schon. Hast schon gewonnen? 40% habe ich gerade schon abgezogen. Nice, geil. Das verlobe ich mir das doch, ne? Ja. Ne? Ich will jetzt nicht angeben. Doch. Aber ich regle das schon hier sehr gut. So, ich bin da jetzt easy going. Guck mal, wie der runterschmilzt. Alter, kaum bist du da, ist der Ist doch kein tot. Ding, Junge. Hier, die 5 drücke ich auch nochmal. Und die 4 drücke ich. Und die 3 habe ich. Ich bin so glücklich, dass du da bist. Zack, Mehrfachschuss und bam. Tschüss. Immer so abgeschlossen. Easy going. Wieder Truhen, Junge. Saubere Sache.
Geil! Siehst du, und schon haben wir 56 Abzeichen, Junge. Weißt du, was, wie viel 56 Abzeichen sind? 56. Richtig, das ist eine Menge. Boah, Alter. Das ist einfach eine große Zahl. Ist das krass. Das ist fast dein Level. Das ist heftig, ich habe aber nur 50. Das muss ein Bug sein. Das ist ein Bug, ey, ich beschwöre mich. Müssen wir am Freitag Mittwoch. Ich mache einen Screen von meinen und du von deinem. Ja, dann sagen wir, das geht so nicht weiter. Das, Unverschämtheit. Einer muss das ja mal klären da, ne? Also. So, Invasion ist abgeworfen. Warte, was ist denn mit den anderen beiden Köppen hier? Sollen wir die auch noch besiegen gehen? Wo bist du? Ja, in Gattge- Guck doch einfach oben auf deine Map. Weiß nicht, was sollen wir denn da? Teufelshäsche? Warum sind da Teufels... Ich war noch nie bei denen. Wollen wir einfach hin? Ja, komm, wir gehen mal hin. Gucken. Bis wir da sind, ist eh vorbei, glaube ich. Ja, vielleicht kriegen wir, kassieren wir da noch ein bisschen was ab. Lass mal gucken. Aber das erweckt Erinnerungen. Das Lied, was gerade läuft, das war früher mein Outro, meine Outro-Musik fürs WoW-Let's Play, Mann. Mann, bist du unkreativ. Oh, jetzt sind sie weg. Okay, hat sie erledigt. Ich folge dir trotzdem. Okay. Wo willst du jetzt hin? Was ist dein Plan? Ich weiß nicht. Haben wir noch irgendwo so solche Dinger? Nee, ne? Das war's mit der Invasion. Ja. Ich würde sagen, das war's, ne? Wir haben gewonnen. Ich mach da jetzt Ruhestein. Welt gerettet für immer. Addon durchgespielt. Addon durchgespielt. Das war's dann jetzt. Ich gehe dann jetzt. Ich gehe jetzt zurück in die Ehrenfeste, ne? In die Scherbenwelt. Hab dann Ruhestein. Glückwunsch, ich nicht. Hi. Ja, jetzt hab ich dir mal was voraus. Wann kommst denn du? Ja, ich warte hier schon seit Ewigkeiten. Warte, wo ich besitze nicht mal einen Ruhestein. Hast du ihn gelöscht? Ja, schön. Nee, LCK hat man ja am Anfang keinen, Junge. Echt? Richtig. Echt? Echt jetzt, wusstest du das nicht? Echt? Echt jetzt? Echt? Echt jetzt? Echt? Ja. Echt? Mhm. Mann, haben wir irgendwo einen Mage oder so? Echt? Ich irgendwie nach Sturmwind brauchen muss ich. Echt? Ja, musst du mich nicht fragen, ich bin nicht mehr da. Kann mich ein Magier nach SW portieren? Du bist aber cool. Ich habe letztens im Handelschannel gesehen, da hat ein Magier pro Portal 200 Euro verlangt. Das ist ja normal. Also Euro, nicht Gold. Nein, also Gold. Euro. Ich habe mich versprochen, ich meinte eigentlich wirklich Euro, aber das war am Ende lustiger, weil ich habe Euro anstatt Gold gesagt. Du hast es jetzt nochmal versprochen. Nein. Doch, hast du. Nein, habe ich nicht. Das kann gar nicht sein. Ich mache nie Fehler. Ach ja, habe ich vergessen. Ist ein Bug. Ist ein Bug, ja. Ach schön, ich freue mich so auf nächste Woche, ey. Ich freue mich, eigentlich ist so der größte Teil der Geschichte ist eigentlich, wenn man... Nö, das sind meine, du Lappen. Kannst mich mal, Alter. Ich besiege doch hier nicht die Dinger und du holst dir die Bretter, du Arsch. Ich glaube, es hackt, ey. Das sind immer die richtig Frechen, ne? Ja, kommt er an, ich töte die Viecher und, nehm ich mal mit. Komm, ich lasse den sogar. Du machst das und ich gehe hier rüber, ja? Korrekt, ja. Ich freue mich bei der Gamescom immer am meisten auf die Leute, so euch mal alle wiederzusehen. Ich nicht. Doch, tust du. Mir ist es immer richtig nervig, die Leute wiederzusehen. Ey, du kannst doch gar nicht sehen. Es ist es ja. Ja. Er kann nicht lesen. Du bist so dumm, zum, zum. Kennst du noch die Werbung? Alpha Telefon Münster? Aus den 90ern? Lief immer auf Super RTL am Abend. Das war voll gruselig. My heart is beat in a jar. Dram. Ach, runke, tunke, 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 tunke. Bei dem Lied habe ich aber auch Ohrenkrebs gekriegt damals. Ey, das war eine gute Zeit. Ich habe nur immer Schnappi gehört. ich hab nur immer Schnappi gehört. Liebe Schnappi. Das kleine Rummel. Komm aus Ägypten, das liegt direkt am Nil. Da müssen wir mal eine Ballermann-Version von machen. Beziehungsweise gibt es mit Sicherheit schon. Deutschland. Ja, zwischen einfach Deutschland. Schön auf Malle. Krokodil. Ich finde es auch immer schön, dass die Deutschen auf Malle sich auch nicht wie Touristen verhalten. Dass sie sich... Dass sie zu Hause sind. Ja. Oh Mann, ey, was ein Scheiß. Sind wir das nicht? Nee, warum kann ich das nicht nehmen? Ich bin eingeschlossen. Gibt's in der Feste vom Todesritter keine Portale? Da gab's doch mal Portale, oder? Ja, nur wenn du fertig warst mit der Scheiße. Da sind jetzt keine dann hier, da bin ich eingesperrt. Ich will hier raus, Junge. Ich verstehe das nicht. Die Karte leuchtet, ich kann die nicht nehmen, oder was? Habe ich überhaupt eine.
Ich habe gar keine Quest hier. Vielleicht muss ich hier später hin. Ich komme nie wieder hier. Ich komme nie wieder in einen Ort, ne? Okay. Ist nicht schlimm. Hast ja bis nächstes Mal Zeit. Natürlich ist das mehr... schlimm. Nö. Doch. Nö. Ist gar nicht schlimm. Mir. Das ist eine Lüge. Du willst echt Stress manchmal, ja, ne? Ja. Wirst schon sehen. Ich fliege jetzt einfach. Wir schon sehen. Sturmwind. 37 Silber will ich wieder haben, ne? Steht in Rechnung. Okay, 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 ja. Mit Nachnamen. Schreib eine Rechnung. Vergesst nicht mit der Kleingewerbler, Kleingewerbe. Nein, mit Mehrwertsteuer. Ja. Kannst halt absetzen. Setz mich dann ab. Bring ich meiner Steuerberaterin. Ja, die Reisekostenabrechnung. Bin von Charnarisser Sturmwind geflogen. 37 Silber? Wie viel ist denn das? Müssen wir mal gucken. Oh, ein Silber ist heutzutage. Ja, wie viel gibt Silber eigentlich wirklich als Währung? Also aus der alten Zeit, die hießen. Ja, gib mal bei Google Silber in Euro. Silberpreis in Euro. Was? Silber? Ich weiß aber nicht, wie viel was wiegt. Hä? Das steht nur 18,10 €, aber für wie viel? Ja, für alles. Der Welt. Das ist relativ günstig momentan. Egal wie viel Silber du hast, es kostet 18 €. Ja. Oh Mann, das ist doch traurig, Mann. Oh, das ist... soll das ein Gramm sein oder 100? Keine Ahnung. Oh lol, das ist ja... ja. Das ist der Tagar der Rückenbrecher. Warum ist denn. Bricht der Rücken? Habe ich schon mal gehört irgendwo. Nee, Brücken. Brückenbrecher. Ah, ja. Das ergibt ja schon mehr Sinn. Mit seinem kleinen Finger. Ich, für den würde ich eigentlich. Alter, rennt der Penner jetzt hier echt durch die Gegend, um mir die Sachen zu klauen? Bist du ein geistig. Boah, ich hasse Menschen, ne? Er verfolgt dich einfach so und klaut alles. So, komm jetzt, ey. Was du kannst, kann ich schon lange, du Lappen. Nein, jetzt ist hier noch einer! Das ist meiner, du Penis. Jetzt wird das dann eine ganze Familie, Junge. Fuck you! Ey, das ist jetzt ein Krieg zwischen mir und dir, ne? Aber bitte nicht so schreien, Junge. Danke. Ruhig bleiben, bitte. Mag das nicht, wenn du so laut bist. Oh, ist das dein Scheiß Ernst, Alter? Nein. Hier, Trick 17 und los! Liebe Grüße. Haha! Meins! Das da hinten auch! Alter, ich hab einfach die Moves like Jagger, ne? Moves like Jagger! I've got the moves like Jagger! I've got the moves like Jagger! Alter. Ich finde das so schön, wie du immer singst. So danke. Du musst auf der Gamescom auftreten. Schon mal dran gedacht? Mach ich. Soll ich dir mal anschauen? Mehrmals. Für dich so? Mehrmals. Ich bin auch. Also, ich hoffe jetzt auch einfach mal, dass du da bist, wenn ich singe auf der Bühne. Ich singe ja mehrmals auf der Bühne, also nicht nur einmal. Ja, hab ich auch mitbekommen. Ich muss mich gerade mal heilen. Ich sterbe nämlich, weil die mich töten. Du willst ja richtig krass Gage machen, ne? Das wollten die ja irgendwie 3 Millionen oder so geben, habe ich. Ja, aber habe ich abgelehnt. Ich habe gesagt, Geld ist mir nicht wichtig. Ja, machst du das umsonst, hast du. Mach das für 2 Millionen, reicht mir das auch. Du bist, ohne Witz. Du bist so nett eigentlich zu den Menschen. Das eigentlich. Krass. Aber das vermutet man gar nicht so von mir, ne? Dass ich nett bin. Nee. Ja, ich dachte mir das schon. Zum Beispiel, ich schreibe in meinem Lebenslauf zum Beispiel, dass ich YouTube ehrenamtlich gemacht habe. Ehrenamtlich, ey. Um zu zeigen, dass es nicht nur Schrott gibt. Ja, es gibt auch gute YouTuber, die für euer Wohl arbeiten. Arbeiten. Arbeiten, das nennt man nicht Arbeit. Ich lebe mir eigentlich auch nur in letzter Zeit, so die letzten Tage, ich habe den Stream verschoben, in Wirklichkeit habe ich die ganze Zeit nur an meinem Penis rumgespielt. Also ich habe gar nicht wirklich gearbeitet. Ich dachte, du bist auf Malle. Ja, ich war auf Malle und habe mir am Penis rumgespielt. Und habe da an meinem Cover für Schnappi gearbeitet. Kam gut an bisher, oder? Ja. Das, also für mich, also ich habe das ja nur gehört bisher. Ich habe ja nur dran gearbeitet. Mhm. Aber jetzt toll, jetzt sind die ganzen Dinger, die spawnen, weil die Lappen. Oh, ich hasse euch. Gibt's hier unten auch noch welche? Ich würde dann schon einfach den Account löschen, ne? Ich lösche meinen Account jetzt, ja. Ich habe keine Lust mehr auf die Quest, das reicht mir aber auch. So einfach so den Account kündigen. Grund angeben, die Quest war einfach scheiße. Die Quest war scheiße. Wir haben Sachen, Leute haben mir Sachen geklaut. Finde ich nicht gut. Ich bin gestorben.
bin gestört, kann nicht mehr weiterspielen, sondern in, bei Level 3. Hast ein Jahresabo schon abgeschlossen? Grundjahr, ich bin leider gestorben. Ne? Tot. Kann ich ja nicht mehr weiterspielen. Vorbei, ne? Ja. Und jetzt gibt's nämlich WoW UHC-Server, ne? UHC? Ja, Ultra Hardcore. Ach so. Das ist dann, ja. Das, wenn du stirbst, bist du auch tot. Und das ist der Charakter tot. Ja. Du regenerierst auch kein Leben mehr, außer mit Tränken. Oh, es ist jetzt wie Zombie U, das, jetzt habe ich dir das geklaut. Dass du quasi mit einem neuen Charakter dein Inventar wiederholen kannst oder so. Genau, du spawnst dann komplett neu. Ja. Mit dem auch gemacht. Das ist der Zombie U-Modus. Auf einmal eine ganz andere Klasse und Rasse und. Ja. ich finde hier keine Scheiße. Ich hasse solche Quests, Mann. Du musst dann halt für die, wenn du in der Progress-Bilde bist, ne? In den großen Gilden ist das dann halt so, dann, dass sie für die Raids sich ja auch immer wieder umbringen. Ein bisschen mal einen Tank haben, einen Heiler. Ja, random. Hm. Wie machst du das eigentlich, dass du immer so gut aussiehst? Manchmal fick ich. Zwischendurch schlafe ich aber auch. Das ist eine ganz gute Kombi. Junge, schreib mal Teamzerstörung zusammen. Ja, natürlich. Ja, die Teamzerstörung, ne? Ja. Außer du möchtest schreiben, die Zerstörung des Teams, dann... Nein, ich will einfach nur das Wort, einfach nur Teamzerstörung schreiben. Boah, ich hab alles an Metall. Okay. Weil das ist so... Einen Titel, den habe ich eigentlich bei jeder Minecraft-Folge. Okay, Teamzerstörung. 800. Folge oh, Teamzerstörung. Oh, Wahrung-Folge. Das ist einfach ein Clickbait vom Feinsten. Da wollen aber alle direkt sehen, was für ein Team zerstört wird. Und in jeder Folge redest du über ein anderes Team. Aber ich mache hier auch. Ich mache manchmal krasse Teamzerstörung, dann manchmal beste Teamzerstörung ever. Und dann unglaublich, diese Teamzerstörung. Ja. Oder ich finde eine Teamzerstörung. Teamzerstörung im Nether. Alf. Und dann redest du über Schalke oder Dortmund und so. Jedes Mal irgendwie so. Ist halt so Rippungen, so verbale Rippungen des Teams. Ja. Dann rede ich auch manchmal über Gronkh. Der ist ja auch ein Team, hab ich gehört. Der schreibt über Teamzerstörung durch Gronkh. Teamzerstörung durch Gronkh. Und dann machst du Katja Krasovic aufs Thumbnail und dann hast du eigentlich schon gewonnen. Hast du YouTube durchgespielt. Oder Prank muss er dahinter. Ich brauche ein Ziel. Gronkhs Teamzerstörungsprank. Katja Krasovic aufs Thumbnail, ein bisschen Brüste. Easy. So, jetzt das haben wir noch. Ich. Das mache ich. Mach das bitte. Das kann ich auch für diese Folge machen. Aber dann hassen mich die Leute, wenn die feststellen, dass weder Gronkh noch Katja noch Teamzerstörung hier im Video ist. Pranks sind immer in meinen Videos. Machst du etwa hier Clickbait, sag mal? Oder? Nein. Nur manchmal. Du, schon sagen. Du bist ja eigentlich Anti-Clickbait-Man. Ne? Anti-Clickbait-Man, ja. So nennt man mich in der Superheldenliga. Anti-Clickbait-Man. Du stehst nachts dann auch so auf Hochhäusern und dann hörst du Schreie. Es ist ein neues ApoRed-Video erschienen. Das ist ein Fall für Clickbait-Man! Dann kommst du einfach so in sein Haus gestürzt und verprügelst ihn. Ja, einfach wie so ein Psychopath, der einfach irgendwelche Leute verprügelt, weil die Clickbait betreiben. Immer mit dem Kopf auf die Tastatur. Und ApoRed lebt halt schon in Angst, weil er denkt, jede Nacht könnte ich kommen und verprügel ihn. Er hört schon seinen Träumen. Alter, übelster Psychopath in Strumpfhosen, ey. Großartig. Das sollte ich echt mal machen. Ich sollte mir einen Umhang nähen und dann auf Verbrecherjagd gehen. Ja. Alles Verbrecher. Ich brauche ein alle, die Clickbait machen, Verbrecher. Gehören alle in Todesstrafe. Eingelocht mit Vergewaltigern und Mördern. Was hast du gemacht? 10 Menschen umgebracht und du Clickbait. Ich habe Prank in meinen Titel geschrieben, ohne dass es im Video passiert ist. Und dann sagt der Typ, der 10 Menschen umgebracht hat, so: Holen Sie mich heraus! Ich will nicht mehr. Dann bist du halt, dann hast du richtig Respekt im Knast, weil alle Angst vor dir haben. Ja. Ah, das ist nicht an deinem Tisch. Super. Ey, was eine Scheiße. Clickbait Man. Clickbait Man. Du hast gerade im Knast geflogen.
Einfach so manchmal. Du. Oh. Ey, wir könnten so gute. Wir könnten so schöne Filme drehen, Alter. Stell mir vor, ey, Marvel Studios Clickbait Man. Das wäre ein großartiger Film. In den nächsten Avengers haben wir einen Auftritt. Ja, ist ein Cameo am Ende. Clickbait Man, der wird dann von Samuel L. Jackson angeworben für die Avengers. Und er arbeitet aber grundsätzlich nur alleine. Er verprügelt dann auch Samuel L. Jackson. Ja, weil er Clickbait betrieben hat, ey. Weiß ich nicht, beim Anwerben oder so. Komm jetzt zu den Avengers. 10% Prank. Auf alles. 10% auf sogar auf Tiernahrung. Ja, gerade auf Tiernahrung, Mann. Clickbait, man. Kriegst du gar keinen Prozent auf Tiernahrung. Das war der Clickbait. Ja, das ist der Clickbait, weil das ist eine Lüge. Ja. Ah, je. Jesus, oh, weyo. Jesus, oh, weyo. Jesus, du bist wunderbar. Ah. Night Fieber, Night Fieber. Oh. Kannst du aufhören zu stöhnen, bitte? Oh, okay. Leute, erwarten ja ein seriöses Let's Play. Ich graul mich nicht mehr dann weiter am Pegel. Ich hab auch echt. Also, meine Pizza ist mit Sicherheit schon unten, ich bin aber kalt. Sturm mit angekommen. Mensch, du hast es geschafft. Und kalt hast du eine bestellt? Ja. Musst du doch mitbekommen. Dann. Die liegt jetzt vor der Tür oder so. Das ist ja vor der Tür liegen. Ja, ich hab die schon bezahlt. Also so ist es ja nicht, ne? Irgendwie muss ich die kriegen. Steck die vielleicht im Briefkasten oder so. Hängst du der Käse aus dem Briefkasten? So mag ich die am liebsten, Mann. Abgekratzt. Viereckig. Oh, ich mach jetzt aber auch gleich Schluss und geh. Was? Ja, ich muss essen und dann gehe ich gleich in Suicide Squad. Du gehst in den Suicide Squad. Ja, also als Clickbait Man. Worst Superheroes ever. Da gehöre ich zu, Mann. Ich bin Clickbait Man. Ich gehöre eigentlich eingesperrt, aber. Hast dich gerade noch befreit. Ja. Innerlich. von den Ketten der Zerstörung. Gehst du echt in den Film, oder? Ja, ich guck mir gleich den an. Ich hab so eine Preview-Scheiße da. Auf Englisch, ey, im Original. Da bin ich mal gespannt. Das kam's doch schon 100 Mal im Kino. Warum guckst du es dann nicht auf Deutsch? Hä? Was? Was gab's 100 Mal im Kino? Ein Film? Ja, Suicide Squad, Junge. Nee, wieso? Hä, wieso das denn? Ja, warum guckst du denn nicht auf Deutsch? Weil die Preview auf Englisch ist. Ma. Ja, aber andere Menschen haben den doch auch schon gesehen. Was ist denn das für eine Aussage? Ja, die haben den doch auch auf Deutsch gesehen. Ja und? Und da, deswegen darf ich ihn nicht auf Englisch sehen? Nein. Okay, dann sag ich dem Vorführer da gleich. Gar nichts. Vielleicht synchronisiert er den Film mit, während wir den gucken. Einfach neben dir. Ja. Und redet dann. Wie so ein Let's Player kommentiert das übel. Haha, Mann, das war witzig, was da gerade passiert ist. Oh mein Gott, hättest du das gedacht? So. Sie lachen. Oh, sehr schön, dass du dabei warst, Muri. Vorbei. Ist schon vorbei, aber du kannst auch gerne wiederkommen. Ja, ich bin frei. Rennen. Frei wie der Wind. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Geld? Wiedersehen. Jetzt kriegst du schon noch keine Angst. Kiss. Tschüss, ihr Popos.